przypomnijmy, zawsze lubił grać przeciwko temu zespołowi, chociaż go traktowali momentami nieprzyzwoici. Rzucił im podczas finałów konferencji wschodu przed 2 laty 56 punktów. I oto spotkanie, kiedy przypomniał się wielki Michael Jordan. 55 punktów w Nowym Jorku. Kiedy powracał, wszyscy właściwie przyjęli to z ogromną radością. Trenerzy mówili, nareszcie będzie nam łatwiej rozmawiać z zawodnikami. Nareszcie znowu będzie więcej widowni. Nareszcie będzie to gra taka, jak potrzeba. Ale jeden był Wesołek i Mądrala, John Starks. Powiedział Michael Jordan, nie wiem o kogo chodzi. To chyba bejsbolista. Tym razem Starks, który pilnował Jordana, przekonał się, że chyba nie wiedział, co mówi. Jordan na pewno znał tę jego wypowiedź. Ćwiczył Starksa niemiłosiernie. Starks na 7 rzutów trafił za 3 tylko raz. Jordan zdobył 55. Let's rock the house tonight. Sie sehen's, die Liga steht verrückt. Die ganze NBA feiert das Comeback von Michael Air Jordan. Aber wir haben auch noch andere Dinge, die es in der NBA gab. Und die stellen wir Ihnen jetzt vor in NBA Action. The other way, Anthony Peeler at the buzzer. He puts it down. Wir fangen in NBA Action mit einer Mannschaft an, die zuletzt 3-mal in Folge verlor, die Orlando Magic. Trotzdem, man war gut drauf, als die Phoenix Suns kamen. Und tatsächlich, Shaq's Attack und Penny Hardaway führten die Mannschaft wieder zurück auf die Straße des Erfolgs. Wenn wir weiter so gut zusammenarbeiten, können wir unsere Ziele erreichen. Und als nächstes kamen die Charlotte Hornets und Alonzo Mourning in die Arena nach Orlando. Und es war tatsächlich so, dass die Männer um die Magic wirklich wieder top drauf waren. Dennis Scott und Co. hatten gewonnen. Und dann kam es zum großen Duell mit den Bulls. Aber Brian Hill hatte sein Team top vorbereitet und was Michael Air auch probierte, die Magic hatten die richtige Antwort. Der Trainer sagte, das ist auch die Atmosphäre, die ihr in den Playoffs wiederfinden werdet, wenn 25.000 Zuschauer stehen und schreien. Das ist ein guter Test für uns. Gegen die desolaten Golden State Warriors gelang danach ebenfalls ein deutlicher Sieg. Dennis Scott war der Garant dafür. Wir gehen zu den San Antonio Spurs und dort ist man geschockt, weil der Wurm ist verletzt. Dennis ist ein großer Verlust, denn es ist die Zeit vor den Playoffs, in der in einer Mannschaft eigentlich alles stimmen sollte. Es wird hart. Und danach spielte man gegen die Seattle Supersonics. Erstmals ohne den ja bei einem Motorradunfall verletzten Dennis Rodman. Und es war Jack Person, der seine Rolle übernehmen musste und er übernahm sie toll mit 11 Rebounds. Man war begeistert und konnte Seattle, die zuvor 5-mal in Folge gewonnen hatten, erstmals schlagen wieder. Danach war der Gegner die New Jersey Nets. Und es waren gleich 6 Spieler, die zweistellig punkten und damit die Erfolgswelle für die San Antonio Spurs weiter ausbauten. Gegen die Milwaukee Bucks waren wieder die Rebounds der entscheidende Ausschlag für den Sieg. Jeder arbeitet sehr intensiv. Wir treffen gut und holen auch die Rebounds. Aber wenn Dennis zurückkommt, werden wir noch stärker sein. In News, Notes and Quotes geht's um Reggie Lewis, denn seine Nummer wurde retired. Mein Mann liebt es, Basketball zu spielen. In dieser Halle, für dieses Team und für euch die Fans. Reggie spielte und trainierte immer sehr hart. Mehr konnte man nicht verlangen. Das Größte für einen Celtics-Spieler ist es, sein Trikot unter der Decke des Stadions hängen zu sehen.
I think it's a great accomplishment. I think he's very well deserving. God bless you, Donna. Die ehemaligen Mitspieler, sie dachten nochmal zurück an Reggie Lewis, der zuletzt in die Schlagzeilen wegen angeblicher Drogenprobleme kam. Andere Schlagzeilen produziert Danner Burroughs, denn im 44. Spiel in Folge schoss er einen Dreier. NBA-Rekord. Das ist etwas, worauf ich immer zurückschauen kann. Und ich werde sicher versuchen, noch andere Rekorde zu brechen. Mookie Blaylock von den Atlanta Hawks hat auch einen neuen Rekord aufgestellt. Seinen 1000. Steal in seiner Karriere. Ein Top-Defender. Damit steht er in einer Reihe mit Cheeks, Jordan und Robertson. Shay von den 76ers. Er war es, der eine ganze Generation inspirierte. That was the scoop with something extra on it. Came an ice cream cone after that shot. My freshman year of high school. In meinem ersten Jahr in der Highschool machte ich 2 Punkte in einem Spiel. Ich zog über die Baseline, sprang hinter dem Korb ab und machte ihn mit einem Scoop-Shot rein. Mein Trainer konnte es nicht glauben, so etwas hatte er noch nie gesehen. Es war ein etwas anderer Wurf, einfach was Neues, was Kreatives. Das hat mich für meine Zukunft weitergebracht. But it was a creative move and it was a matter of, you know, moving away from the fundamental plane to doing something creative. And that sort of continued for me from that time on. Dr. J, to me, was the NBA. Für mich war Dr. J die NBA. Ich erinnere mich, wie er die Bälle dankte. So spektakulär, faszinierend, dass man glaubte, dies könnte keiner je übertreffen. Jedoch nicht nur Grant Hill, sondern vor allem auch Michael Air Jordan waren begeistert von ihm. Er war ihr Vorbild. Ich denke, ich wäre ohne die Kreativität von Dr. J vielleicht selber nicht in der Lage gewesen, solche Dinge zu machen, wie ich sie heute auf dem Spielfeld praktiziere. Und es ist ja nicht nur seit seiner Rückkehr bekannt, dass Michael Air Jordan wirklich der legendäre Nachfolger sein kann und ist. You have to give the credit to Dr. J. Wenn es mal wieder so richtig der Tag von Dr. J war, dann schwebte er förmlich über allen anderen. Ich kann mich an keinen anderen so außergewöhnlichen Spieler erinnern. Er ist unglaublich, einer der Spieler, die ein Spiel an sich reißen können. Die Pistons sind jetzt an einem Punkt, wo sie ihr Team um Grant Hill aufbauen. Er wird oft in einem Atemzug mit mir und Michael Jordan genannt. Es ist eine schwere Bürde, aber irgendjemand muss sie ja tragen. Und derjenige ist wohl Hill. In NBA History sprechen wir von einem Comeback nicht als Spieler, sondern als Trainer. Nämlich von Magic Johnson, der zurückkam. Es gibt eine Menge schlechter Trainer und ich werde nun einer von ihnen. Der ja mit AIDS infizierte Magic Johnson hatte seinen Humor nicht verloren und als er zurückkam, war im Forum wieder Showtime. Und prompt gelang auch im ersten Spiel unter seiner Führung gegen Milwaukee gleich ein 9-Punkte-Sieg. Magic hat wieder alle verzaubert. Ich werde mich immer daran erinnern. Egal was passiert, ich werde es nie vergessen. Es hat mir sehr viel gegeben. Hakeem the Dream stellte 1990 einen Rekord mit Hindernissen auf. Es war ein ganz spezieller Abend. Alle Reporter kamen und erzählten von dem Quadruple-Double. Ich fragte, was ist das? Am nächsten Tag annullierte die NBA alles wieder. Ein Assist hätte nicht gezählt oder so etwas. Also, das war jetzt mein Ziel. Und 2 Wochen später habe ich es erreicht. So, 2 weeks later, I concentrated on, you know, on that, you know, goal. And I accomplished it. There it is. Hakeem the Dream war damit in der Reihe der Größten aufgenommen. Aber jetzt unsere Frage. Welcher Spieler nach ihm als in den vergangenen 4 Jahren schaffte es noch? Mehr als 10 Punkte, mehr als 10 Blocks, mehr als 10 Assists und mehr als 10 Rebounds in einem Spiel zu schaffen? Wer es weiß, die Antwort gibt's gleich.
10 Assists, 10 Blocks und 10 Rebounds bei einem 19-Punkte-Sieg. Toll einfach solche Leistungen. Und er ist on fire, Reggie Miller. Gegen die Clippers sorgt er dafür, dass man im letzten Viertel wirklich fast von alleine noch mal rankam. Er traf 12 Schuss in Folge. Unglaublich. Ich hatte heute einfach einen guten Zug zum Korb, das war alles. Mein erster Dreier saß gleich und von da ab lief es einfach. Es war das Spiel des Reggie Miller und seitdem heißt es in Indiana, Crunch Time ist Miller Time. Five and a shot clock. Reggie with a bailout. Yes. Reggie hat heute Abend auch Glück mit seinen tollen Schüssen. Er nutzte jede sich bietende Gelegenheit und traf. Der Trainer kann zufrieden sein, denn damit hat man in der Central Division den Ausgleich mit Charlotte geschafft. Die Indiana Pacers wieder auf Kurs in den Playoffs. Fans begeistert und das war die Statistik. Wir kommen zu einem Spieler, der on the rise ist, sprich Anthony Peeler. Nachdem es anfangs nicht so lief bei den Lakers für ihn, hat er jetzt seine zweite Chance bekommen. Zurzeit läuft es mit den jungen Leuten sehr gut, trotz großer Verletzungsprobleme. Das ist eine sehr große Überraschung für uns. Tatsächlich, keiner nutzte die Zeit so gut wie Anthony Peeler. Ich bekam am Anfang nicht so viel Spielzeit, aber ich bin immer dran geblieben. Die Leute haben mich aufgemuntert und das hat mein Spiel verbessert. Und damit überzeugte er seine Kritiker mit seinem explosiven Spiel. Eine Menge Spieler versuchen mich an einen Dreier zu hindern, denn er ist einer meiner Lieblingsschüsse. Dieses Jahr läuft es einfach für mich und hoffentlich damit auch für das gesamte Team. Und mit diesem neuen Selbstvertrauen hat Peeler seine eigene Leistung konserviert. In den letzten 5 Spielen war er immer über 20 Punkten. Er ist momentan ein Garant des Aufschwungs der Lakers. Letztes Jahr habe ich mir die Playoffs zu Hause mit meiner Familie im Fernsehen anschauen müssen. Das war alles andere als einfach für mich. Und wir sind zurück im Encore mit den besten Szenen, den kuriosesten Szenen, den lustigsten Szenen der NBA. Solche Dunks. That was a good pick and roll. And all you have to do is read the defense. Hier wieder der Block und dann der Dunk. Die Magic spielen es fantastisch mit Shaq O'Neal. Und weiter geht's mit kuriosen Würfen. So kann man durch die gegnerischen Abwehrreihen förmlich tanzen. Man weiß, wo man hin will und dann 2 Drehungen, zack, ping. Man könnte fast denken, es wäre spielerisch. Jason Kidd. Und wir haben noch einmal tolle Szenen mit Michael R. Jordan zusammengestellt. Er ist zurück, der Magier der Liga. Zusammen mit Scottie Pippen, eines der besten Paare der NBA. He can, he did, and rather well, I might add. Und zum Schluss noch einmal die Körbe, die die Spiele entscheiden. Shot Clock ist fast abgelaufen und dann ist Crunch Time. Und bei solchen Steals bleibt dann nur noch der ratlose Blick. Die ein Spiel entscheiden können.
Denn nach diesem Korb von Sean Kemp musste das Netz am Korb genäht werden. Zu diesem Zeitpunkt führten die Washington Bullets zu Hause gegen die Seattle Sonics mit 14 Punkten. Aber dann kamen die Sonics nach der Pause zurück und drehten das Spiel mit unglaublichem Geist noch einmal um. Und nun zum Inside Look. Einem der spektakulärsten Duelle wollen wir ein wenig auf die Spuren kommen, die es immer wieder in jeder Phase gibt. Chamberlain und Russell. Er war mit Abstand der beste Spieler, gegen den ich je gespielt habe. Mir ging es immer darum, ein Spiel zu gewinnen, und er machte es uns sehr schwer. So war es in den 60er Jahren. In den 80ern war es das Duell Celtics gegen Lakers. Er war der Größte. Wenn wir auf dem Feld standen, gab es für mich nur Larry. Ein Duell heute heißt beispielsweise Alonzo Mourning gegen Shaq O'Neal, die Teamkameraden aus dem Dream Team 2. Alonzo ist ein großartiger Spieler. Ich möchte auf dem Court einfach nur gewinnen, und das will er auch. Unsere beiden großen Jungs stehen immer im Mittelpunkt. Es wird viel darüber geredet, aber es macht Spaß, ihnen zuzusehen. Das ist also das eine Duell. Es gibt auch das Duell in einem Bundesstaat, beispielsweise in Texas, wo man bei San Antonio David Robinson hat und bei den Houston Rockets Akeem Olajuwon. Auch das ein Duell, was die Massen fasziniert. Jedes Mal, wenn wir gegeneinander antraten, war es ein sehr enges Spiel. Hart, mit viel Kampf von Anfang bis zum Ende. Sieht also den Respekt dieser beiden großen Spieler voneinander. Ein anderes Duell, was die Massen immer wieder begeistert. Ist das Duell der Chicago Bulls und der New York Knicks. Nicht erst seit der Rückkehr von Michael Air Jordan. Wenn wir gegen die Bulls spielen, ist es immer was Besonderes. Egal ob am Anfang der Saison oder in den Playoffs. Es ist immer was Außergewöhnliches. Es besteht eine starke Rivalität zwischen den Vereinen. Beide haben große Stars in ihren Reihen, wie Jordan, Ewing, Pippen. Außerdem wird auch viel mit dem Körper gearbeitet. Nur ein Tunnel trennt die beiden Mannschaften der New York Knicks und der New Jersey Nets. Ich glaube, unsere Fans waren begeistert, dass wir die Playoffs erreichten. Aber als sie hörten, es ging gegen die Knicks, war es vorbei. The New Jersey Nets have looked with envy across the river at what the Knicks have. They own this town, and this is their first chance. New Jersey Nets und die New York Knicks werden noch häufig diese Innerortsduelle ausführen. Sie werden immer die Massen begeistern. Gegen Patrick zu spielen, das ist wie gegen Jordan zu spielen. Aber Michael hat von außen sicher Vorteile gegenüber Ewing. Diese Duelle zwischen Spielern und Mannschaften, sie sind das Salz in der Suppe der NBA. Und darauf freuen wir uns. Mit den Utah Jazz war eine der besten Auswärtsmannschaften in der America West Arena gekommen. Und man war gespannt, wie würden die Phoenix Suns nach zuletzt zwei Niederlagen sich schlagen. Es war von vornherein klar, Jeff Hornacek hatte einen riesen Tag. 31 Punkte für ihn. Aber die Mannschaft um Sir Charles, sie kämpfte. Sie wollte endlich mal wieder gewinnen und in diesem Playoff-Vorcharakterspiel beweisen, dass sie nach wie vor top sind. Aber der Mailman und seine Jungs waren riesig drauf. Und damit gewann die beste Auswärtsmannschaft der NBA auch in Phoenix. Einen Ost-West-Vergleich gab es in Seattle, wo Detlef Schrempf und die Supersonics die New York Knicks mit Pat Ewing erwarteten. Es zeigte sich mal wieder, welch klasse Defense die Männer aus Seattle spielen und welchen Kampfgeist sie vor allem zu Hause offerieren. Ewing und seine Jungs konnten sich zwar mächtig anstrengen,
Aber letztlich waren es immer wieder Gary Payton und Sean Kemp, die das Spiel für die Seattle Supersonics in den Griff bekamen. Am Schluss gab es diesen deutlichen Sieg für Seattle. Die Los Angeles Lakers waren gekommen, um auch in Houston zu zeigen, dass sie voll auf Playoff-Kurs sind. Van Exel. Aber die Männer, die ohne Olajuwon antreten mussten aus Houston, sie hielten dagegen. Sie kämpften. Robert Horry, bounce pass to Amigo with a slam. Herrera und Co. standen allerdings auf verlorenen Posten gegen Sebalius und Eddie Jones. The corner, Eddie Jones on the drive. Oh, with a slam and he's fouled. Am Schluss ein überraschender Sieg für LA gegen Houston. Spiel, das Sie ja schon kennen vom vergangenen Dienstag oder auch aus NBA Action, aber wir sind der Meinung, ein Duell zwischen Orlando und Chicago gehören auf alle Fälle in die Highlights der Woche. Vor allem, wenn die Superstars Shaq O'Neal und Michael Jordan aufeinandertreffen. Es war letztlich der Sieger Shaq O'Neal in diesem Duell. Bei Michael Jordan hatte doch noch ein wenig Anfangsprobleme in der heimischen Halle. Dieser Fehler entschied wohl mit das Spiel. Am Schluss war Penny Hardaway und Horace Grant die Sieger. Er strafte seine Kritiker Lügen. Im Madison Square Garden zeigte Michael Air Jordan zum ersten Mal wieder Showtime perfekt. 55 Punkte. Ihm gelang eigentlich alles. Im Duell der ewigen Ostrivalen New York gegen Chicago, was Michael Air Jordan, der klar machte, dass mit den Bulls wieder zu rechnen ist. Die Knicks kämpften zwar, hier John Starks. Aber am Ende triumphierten die Bulls durch diesen tollen Assist auf Bill Wennington, der seinen einzigen Korb im Spiel zum Entscheidenden machte. Wennington sicherte diesen Sieg. Zum Duell der Altmeister kam es zwischen den Detroit Pistons und den Boston Celtics. Vor dem Ende gab es zwei solche Donnerblocks, die den Pistons noch mal eine Chance im Spiel gaben, denn sie lagen zu diesem Zeitpunkt mit 2 zurück. Dann allerdings kam Houston mit diesem Dreier. 1 vor für die Pistons. Die Halle feierte. Aber der Gegenzug über Sherman Douglas brachte wieder die Einpunktführung für die Celtics. Doch das Glück stand auf der Seite der Pistons, sprich Oliver Miller. Hier ist die Hand und der Sieg bleibt in Detroit. Das waren sie, unsere Highlights dieser Woche mit diesem Schlussergebnis. Die verrücktesten Szenen dieser Woche mit einem überdurchschnittlich verrückten Typ. Vernon Mad Max Maxwell. 10 Spiele Sperre, die Fäuste flogen, ein Portland-Fan hat besonders gelitten. Sein Selbstvertrauen wohl überhaupt nicht. Solche Würfe riskieren nur Draufgänger. Charles Smith von den Knicks bei Flugversuchen. Er fand im Alley-Oop-Duo schlechthin seine Meister. Sean Kemp und Gary Payton die Megasonics. Gary, der Pass zur rechten Zeit. Sean, ein Sprung, ein Dunk, ein Tanz, einfach unnachahmlich. Einen Pass der Woche könnt ihr verwerten zum Tagessieger beim DSF-Gewinnspiel. Die Auswahl jedoch wie immer schwer. Ist Johnny Stockton hier mit Pass auf Antoine Carr euer Favorit? Wählt 0190 270 201. Findet ihr die Traumpass-Arie der Indiana Pacers so richtig gut?
Auf zum Telefon 0190 270 202. Jackson, Miller und Davis. Die LA Lakers machen wieder von sich reden. Zwerg Nick Van Exel auf Koloss Vladi Divac, die 0190 270 203. Wenn eure Emotionen bei dieser LA-Kombination genauso zum Kochen geraten wie bei ihr hier. Über Michael R. Jordan wurde so viel geredet. Jetzt reicht's. Michael einmal ohne Worte. Chicagos Opfer in dieser Begegnung, die Atlanta Hawks.